Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich heute am ersten Tag, und zwar von der Logimat. An meiner Seite Big Boss, ganz klar, Peter Cassandra, Messeleitung. Herr Cassandra, die Messe, ein paar Stunden ist rum. Welchen Eindruck haben Sie vom Gefühl her? Vom Gefühl her, ich bin sehr zufrieden. Ich sehe zufriedene Aussteller, ich sehe zufriedene Besucher, ich sehe volle Halle, ich sehe viele Gespräche. Mir gefällt es hier. Ich möchte bleiben. Das hört sich schon mal sehr gut an. Jetzt gehen wir gleich mal ein bisschen in die Vollen, was die Zahlen betrifft. Sie haben es besser drauf, ich könnte es ablesen. Fragen wir mal so, wie viele Aussteller heute? 763 Aussteller aus 23 Ländern. Das ist ein Wachstum von knapp 8% gegenüber dem Vorjahr. Und vom Auslandsquote 16 im letzten Jahr, 23 in diesem Jahr, Grund zur Zufriedenheit. Wir haben ja heute früh schon ein bisschen die Runde gemacht, reingehört und so weiter. Mir fiel es also besonders auf, woher kommt das, dass die Leute alle überglücklich sind? Ich habe langsam das Gefühl, dass es alles abgestimmt. Woher kommt diese sagenhafte Euphorie? Nee, das ist nicht im Vorfeld abgestimmt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, der Art und Weise, wie wir arbeiten. Dahingehend, dass wir den Kunden nicht unbedingt auf den größten, gigantischsten Stand hinpressen, sondern eher ausbremsen und mit dem Kunden zusammen mitdenken, pass auf, es geht letztendlich darum, was kostet dir ein Kontakt nach der Messe. Nicht, wie toll standst du da, sondern was bringt's. Ich denke, wenn wir da alle gemeinsam miteinander arbeiten, dass man alle auch einen guten Grund hat, glücklich zu sein. Gut, jetzt gibt es natürlich viele Messeplätze, es gibt sehr viele Messen und es gehen einige, ich sag mal, fahren etwas runter, andere geben mittlerweile wahnsinnig Gas. Woran liegt das? Was meinen Sie? Also der Standort Stuttgart ist natürlich für das Thema Intralogistik ganz klar ein starker Standort. Wir sehen das seit Jahren in unserer Besucherstatistik. Ungefähr knappe 30% der Besucher kommen aus einem Umkreis kleiner 100 Kilometer. Das ist der Grund, dass wir hier sind. Aber gleichzeitig kommen ungefähr 30% der Besucher aus einem Umkreis mit einer Anreise von mehr als 300 Kilometern. Also der Besucher kommt von Norditalien, Mailand ungefähr, Österreich, Schweiz ganz klar, Frankreich nicht die Menge, Benelux sehr stark, Skandinavien und Osteuropa kommt langsam nach. Also wirklich für Zentraleuropa und der Besucherkreis ist auch dementsprechend. Aber der Standort Stuttgart, keine Frage, ist natürlich genial fürs Thema Intralogistik. Jetzt machen wir ein bisschen Eigenwerbung, und zwar ganz klar. Herr Cassandra, wie lange machen Sie diese Messe speziell? Richten die aus? Ich mache diese Messe jetzt seit 2003. 2003 bin ich eingestiegen. 2004 habe ich meine erste Logimat gemacht. Damals hatten wir 158 Aussteller. Und wie gesagt, macht Spaß. Jetzt sind 763. Hat Spaß gemacht über die Jahre. Das hört sich an, das ist Ihr Kind. Das ist mein Baby. Aber nicht nur mein Baby, da steht ein Team von 5, 6 Leuten dahinter und die denken alle genauso und nur dann funktioniert es. Vorhin habe ich mal ein bisschen reingehört, und zwar Sie sagen, Messeaussteller zu generieren ist eine Sache. Auf der anderen Seite fühlen Sie sich irgendwie verpflichtet, dass die auch Erfolg haben. Ja, ganz klar. Also der Aussteller ist definitiv derjenige, der mein Gehalt bezahlt. Sonst ist keiner da, der dazu motiviert wäre. Der große Unbekannte, der den Erfolg ausmacht, diese faszinierende Unbekannte, ist aber der Besucher. Es ist der Trick, die Herausforderung, gemeinsam mit der Aussteller, gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam den Besucher reinzuholen. Das bedeutet sehr viel Werbeaufwand, das bedeutet aber auch mit dem Besucher, mit der Aussteller Hand in Hand über die Vorbereitung zu gehen, ihm zu helfen, ihm Tipps zu geben, ihm bei der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen und so weiter und so fort. Das bedeutet ja im Endeffekt, ich sage es jetzt mal so, Sie kennen es ja, und zwar das wäre ja dann auf Sicht gesehen, wie Sie es konzipiert haben, ein Erfolg am laufenden Band, sagt Ihnen ja was, ne? Und zwar mit der Begründung, wenn Sie, sage ich mal, den Leuten, den Ausstellern, gute Kunden besorgen und die Konzeption richtig machen, kommen die immer wieder. Wir haben eine sehr, sehr hohe Altausstellerquote, das schon seit Jahren. Sonst sind natürlich Wachstumsrate, die wir ein paar Jahre hintereinander in zweistelligen Bereich hatten, natürlich nicht haltbar. Wenn ich jedes Mal aufs Neue anfangen muss, dann sehe ich irgendwann auf dem Punkt, wahrscheinlich, ich habe den ganzen Markt abgegraben, aber jetzt kommt keine mehr. Natürlich ist die Altausstellerquote sehr hoch. Das erreichen wir mit persönlichen Kontakten, persönlichen Gesprächen und mit Einbeziehen. Nicht der Aussteller entscheiden lassen, wie man die gesamte Veranstaltung ausrichtet, weil dafür habe ich natürlich ganz viele egoistische Meinungen dann.
und dann kriege ich kein Gesamtkonzept mehr. Ja. Aber schon der Aussteller hören, keine Ausstellerbefragung machen, weil jeder es macht, sondern Ausstellerbefragung machen, weil wir dann was haben zum Auswerten. Weil wir dann wissen, was bewegt der Aussteller, was will er, wo will er hin, will er erweitern, will er klein bleiben. Bei der Logimat zum Beispiel, wir sind jetzt auf 52.000 Quadratmeter. Wenn ich den Aussteller frage, was soll ich noch dazu nehmen, dann sagt er nichts, passt. Logimat 52.000 Quadratmeter, passt. Das muss man dann auch hören und dann nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch größer Zufriedenheit. Sie müssen ja im Grunde genommen, wenn Sie weiter erfolgreich sein wollen, Sie hören ja nun bei den Ausstellern rein, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, der Markt, der wandelt sich. Das heißt also, Sie mit Ihrem Team können das ja auch dann relativ kurzfristig umsetzen. Beispielsweise im Bereich jetzt, dass also neue Anforderungen kommen, dass vielleicht die Logimat irgendwo ein bisschen berichtigt wird und so weiter. Das, was wir vor 5 Jahren oder 10 Jahren gemacht haben, ist ja jetzt nicht mehr relevant. Es geht ja immer weiter. Das ist ganz klar. Also das ist ein Dauerprozess, ja. Da sind wir kontinuierlich im Gespräch. Wir haben auch einen ganz starken Messefachbeirat, den wir da auch hören. Und das ist ein Dauerprozess. Der Markt bewegt sich kontinuierlich. Wir hatten 2008, wenn ich jetzt 2008, 2009 und 2010 nebeneinander lege, 2008 sind die Bäume bis im Himmel gewachsen. 2009 hingen wir eigentlich alle frustriert in der Ecke und ängstlich, wie geht es jetzt weiter. Und 2010 haben wir wieder Wachstum, das ist doch ein tolles Ergebnis. Was sagt der Verleger? Der Verleger ist zufrieden. Das sind Klänge. Ja, meine Damen und Herren, Herr Gesandter, der Verleger ist zufrieden, Sie sind zufrieden, das ist der erste Tag. Es wird mit Sicherheit noch richtig spannend werden. Natürlich. Also wir sind ins erste Quartal. Da ist immer der Spannungsfaktor Wetter ist mit drin. Sieht aber gut aus diese Woche. Abwarten, wie es weiterläuft. Aber wenn die Stimmung so bleibt wie heute, passt. Gehe ich gleich mal weiter. Und zwar kann ich das so einfach mal auf den Punkt bringen. Der Messechef hautnah zum Anfassen. Ja, ich bin da. Ich bin für den Aussteller da. Ich bin während der Akquisezeit erreichbar. Ich bin jetzt für den Aussteller erreichbar. Natürlich sind immer Sachen, wo man sagt, okay, das möchten wir ein bisschen anders, müssen wir ein bisschen ändern. Wird gemacht, da wo es im Rahmen der Möglichkeiten liegt. Und ansonsten reden wir so lange mit der Kunde, bis er denkt, dass er zufrieden ist. Ja, meine Damen und Herren, das ist heute hier von der Logimat und zwar am ersten Tag und zwar mit Messechef Herrn Kassander. Ich darf mich recht herzlich bedanken fürs Gespräch. Viel Erfolg die nächsten Tage, dass es richtig weiter so brummt und weiterhin gutes Händchen. Dankeschön. Vielen Dank.